Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zu meinem neuesten Projekt, und zwar Dragon Ball Z Kakarot. Kakarot, keine Ahnung. Ich nehme die deutsche Aussprache, weil warum nicht? Und ja, ich habe nicht weiter als bisher gespielt. Ich habe mir das Intro von diesem Spiel angesehen und richtig gut. Falls ihr neu auf diesem Kanal seid, ich bin ein riesiger Dragon Ball Z Fan und habe auch schon Xenoverse 1 und 2 auf diesem Kanal Let's Played. Und ja, als ich gesehen habe, dass ein neues Dragon Ball Z Spiel am Horizont ist, habe ich mir natürlich hier und da einige Trailer angesehen. Und ja, ich habe mir erst gedacht, das Spiel sieht richtig gut aus, ne? Und ich habe gesehen, es kam so Trailer von der Saiyajin, Frieza und Cell-Saga raus, ne? Und ich habe mir gedacht, wenn ich mindestens noch die Buu-Saga dabei ist, dann werde ich mir wahrscheinlich nicht holen, weil ich wurde ein bisschen enttäuscht von dem letzten Dragon Ball Z-Spiel, das ich mir geholt habe, und zwar Dragon Ball Fighters. Und ja, ist das nicht mein Genre, würde ich jetzt schon beinahe sagen. Und ja, aber dann habe ich dieses Spiel gesehen in Trailerform, japanisches Rollenspiel. Awesome. Gott, wenn ihr jetzt mein Gesicht sehen könntet, ne? Und ja, habe ich gesehen, Buu kommt auch hier vor, und ja, musste ich mir holen. Vor allem den Trailer von der Buu, der hat mich so gehypt, ne? Und ich habe mir jetzt, wie gesagt, gerade das Intro angeguckt, ne? Und das war auch richtig gut mit dem originalen Lied von dem ersten Intro mit Schala im Hintergrund, ne? Was ich wahrscheinlich nicht zeigen werde, weil wegen Copyright und so, da habe ich ein bisschen Schiss vor, deswegen ja. Tut halt einfach googeln oder so, dann seht ihr, was ich meine. Aber das sah richtig detailgetreu aus, so für die Serie und so. Und ja, ich bin richtig aufgeregt. Das Spiel sieht sehr gut aus und von den Trailern, was ich gesehen habe, auch richtig Hammer. Aber mehr als die Trailer habe ich mir nicht angesehen. Ich glaube, die haben mal irgendwie so Demos und so rausgebracht und so Videos, um so das Gameplay ein bisschen zu zeigen, habe ich mir alles nicht angeguckt. Ich habe mir nur die Trailer angesehen und da war genug, um mich zu überzeugen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier gleich rein, aber ich gehe erstmal noch mal Optionen ja abchecken. Ich habe ja gerade ehrlich gesagt schon mal reingeguckt. Japanisch ist sogar vorgegeben, man kann auch auf Englisch einstellen, aber gut, kann mir ja niemand hier sagen, ja, du bist voll der Weeb, weil du auf Japanisch spielst und so. Und ja, ich bin sehr zuversichtlich, dass mir das Spiel gefallen wird. Es ist ein japanisches Rollenspiel, es ist ein Singleplayer-Spiel, es ist, von was ich in den Trailern gesehen habe, sehr detailgetreu von der Story her. Wie gesagt, das Intro war schon richtig, es hätte irgendwie von der Serie sein können direkt. Und ja, in dem Sinne sage ich, fangen wir auch direkt an. Vorab noch, ich konnte das Spiel updaten auf Version 1.1 oder irgendwie sowas. Aber das dauert so ungefähr 3 Stunden und so lange kann ich nicht warten. Ich habe das Spiel gerade erst so, weiß ich nicht, vor einer halben Stunde erst hier in der Post gehabt. Und ja, ich kann jetzt hier nicht noch 3 Stunden sitzen und warten, bis hier so eine blöde Update-Datei runtergeladen wird. Und ja, deswegen sage ich, fangen wir an, neues Spiel und sehen wir mal. So, Zusammenfassung. In dieser Welt gab es 7 mystische Kugeln, die als Dragon Balls bekannt waren. Wer alle 7 besaß, hatte einen Wunsch frei. Diese Geschichte, auch wenn sie seltsam klingen mag, handelt von diesen Dragon Balls. Und ja, ich werde natürlich hier so reden, als nehme ich mal davon an, dass hier jeder weiß, worüber ich rede, ne? Also ich nehme jetzt an, jeder hier, der hier reinschaltet, ist ein Hardcore Dragon Ball Z Fan, ne? Und deswegen haue ich Spoiler raus wie sonst was, ne? Das Spiel ist ehrlich gesagt schon ein bisschen spoilerisch auf der Rückseite schon. Ja, mehr dazu gleich. Saiyajin von der Erde, Son Goku, Son Gokus Sohn, Son Gohan. Und was denkst du, Son Goku, wenn das dein Name ist, dein echter Name?
Das ist original Soundtrack von Dragon Ball Z. Also ein kleiner Callback zum originalen Dragon Ball. Weil Piccolo war ja der erste Hauptbösewicht sozusagen. Kämpfe, oh Gott. Gut, das wird mich wahrscheinlich ein bisschen überfordern jetzt erstmal. So, Abwehr 2. Ich muss mal lauter stellen. Ist das auch vom Soundtrack? Ja. Ja. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass der originale Soundtrack von der Serie dabei ist. Das ist das wird das Spiel noch besser. Okay, Abwehr L2. Boah, ich hoffe, mir wird noch so am Screen irgendwie so gezeigt, was ich machen muss. Also, was wir gehen einfach. Ich werde das schon irgendwie lernen. Kommen so Abwehr, so okay, sehr Xenovers mäßig angerichtet. Ich dachte, Kreisberg-Explosion. Controller hat gerade gelogen. Okay, aufladen. Oh Gott. Oh Gott. Oh, ich tue gar nicht. Ja, Devil. Na, Abwehr. Ah, falscher Kopf. Was machst du da? Oh Gott, falscher Knopf. Oh Gott. Ja, ich komme noch ein bisschen rein im Spiel, okay. Kann ich irgendwie nach oben und unten düsen? Oh Gott, oh Gott. Oh, bist du gerade anfällig? So, jetzt unterhalten, dann düse ich auf Gegner los. Sehr gut. So. Oh. Okay, voll daneben gehauen. Okay. 24, was bedeutet? Ach, ich habe da 81, ne? Ja, okay, da ist das. Boom. Was ist das? Schere, Stein, Papier. Komm her. Ah, was? Das wollte ich eigentlich mit dir machen. Ah, schon wieder ein falsch. Aua. Bin zu nah, glaube ich. Kann ich da doch abwehren. Oh Gott. Au. Ja, okay, da muss ich mich noch ein bisschen reinfinden, okay? Ist ja klar, ne? Wertebus, wenn du Schaden erleidest oder verursachst, fühlt sich deine Spannungsanzeige. Sind sowohl deine Spannung als auch deine Key-Anzeige gefüllt? Halte den Dreieck gedrückt, um deinen Wertebus zu aktivieren. Daraufhin, wenn all deine Werte erhöht, ermöglicht dir, Angriff zu verkennen. So, jetzt, ne? Komm her. Was willst du denn? Oh. Das war das Gefühl, einfach so random auf die Gegner drauf kloppen wird nicht funktionieren auf Dauer. So, jetzt bin ich aber Körperschlag. Oh, ich gesprungen. Ich will eigentlich ausweichen, aber ich düse mal direkt voll auf den los, ey. Super Boost, was ist das denn? Das habe ich noch nie gemacht. Ah, okay. Ah, okay, dann düse ich auf die Gegner. Do. Boah, mit der Steuerung komme ich noch nicht klar. So. Okay. Ja, da muss ich noch ein bisschen lernen. Aber kein Ding, wird schon. Früherer Feind.
Genau wie in der Serie. Wie von der Episode irgendwie. Also in der japanischen Version. Der junge Son Goku bezwang den Dämonenkönig Piccolo, der auf die Weltherrschaft abgesehen hatte. 5 Jahre sind seit diesem Sieg vergangen. Okay, ich spiele seit 10 Minuten und ich bin jetzt schon richtig gehypt. Also das wird ein wunderschönes Spiel, habe ich so das Gefühl. Oh. Ey. Ich bin die ganze Zeit so nur so blöd am Grinsen gerade. Ah, schön. Wie gesagt, Steuerung, das muss noch, also das lerne ich noch, keine Sorge. Da muss ich mich noch reinfinden. Aber ist ja natürlich, oder? Ja, ich weiß, ihr konntet alle schon hier auf Anhieb und so und wart voll die Meister, aber ja, ich nicht. Ah, guck mal, wer da ist. Langhaariger Mann. Einschüchterner Mann. Muskulöser Mann. そうだ、思い出した。確か俺の弟カカロットが別の星に送られていたはずだ。まだ回して、カカロットの2体。まだ俺たち以外にサイヤ人がいたのか。オッケー。そいつを仲間に加えればもっとうまくやれる。貴様の弟ならそれほど期待できそうにないが、どこの星だ。そう。確か地球って星だ。 しかしその地球を制圧したという報告もない。何をしているカカロット。嵐の予感、強襲サイヤ人。 Wie ich gerade gesagt habe. Dün, dün, dün. Oh. Ach, Mama ist immer so auf uns. ちょっと頭の中で強いやつと戦ってて、よ強いやつ。ピッコロっちゅう強いやつさ。ピッコロさん、ずっと目はピッコロ大魔王っちゅう、むっちゃくちゃ悪いやつだったけんどな。生まれ変わったピッコロ、 Das war nicht Dämonenkönig Piccolo. Obwohl, jetzt haben mehr oder weniger die Wiedergeburt, also ja, ich will es nicht. そういや食い物の材料を集めてこいって父に頼まれてんだった。何がいるんだっけな。確かお魚とリンゴだよ父さん。ああそうだったな。じゃこの辺にありそうなリンゴから探すとすっか。うん、僕探してくる。 So, jetzt beginnt der Rollenspielteil dieses Spiels. Ki-Explosion. Warten. Nach Ki suchen. Ja, ich werde das schon. Vielleicht kannst du verschiedene Gegenstände finden. Näher dich ein Objekt, dann sammelst du es automatisch ein. Allerdings musst du in der Nähe eines wichtigen Objekts Kreis drücken, um es mitzunehmen. Du sollst Lebensmittel einsammeln, die für Wertebus gleich Essen oder
die du für Werteboost gleich essen oder zum sofort essen, okay, oder zum Zubereiten von Mahlzeit für Unterstützungseffekte nutzen kannst. Diese Effekte sind eine große Hilfe gegen Zielgegner, also ist regelmäßig etwas. So, oh, meine PS4 tut sich endlich mal ja beruhigen. Oh, da ist er direkt was. Sehr gut. Oh, das ist so cool. Ja, irgendwann wollte ich noch sagen, aber so bevor wir gegen Piccolo gekämpft haben, aber habe ich jetzt nicht mehr auf den Schirm, weil ich einfach so weggeblasen bin. Warte mal, ich kann auch Ki spüren. Nee. Ey, sogar dieses Bremsgeräusch. Ey, ich feiere das gerade hier so richtig. So, Kakarot wurde mit 2 T ausgesprochen im Untertitel. Also nehme ich mal an, das ist die deutsche Aussprache. Das heißt, wir werden das Spiel Kakarot aussprechen, ne? Weil Kakarot ist wahrscheinlich die englische Aussprache dann, ne? So, ich habe, weiß nicht, nachdem ich mir den Trailer angesehen habe, habe ich mir schon irgendwie so, weiß nicht, gedacht, von der Präsentation und was man so in den Trailer gesehen hat, hier so einige Szenen, die jetzt nicht so gerade üblich sind. Ach, da bist du. Weil man hatte einige Szenen gesehen, die sehr, ich sag mal, unwichtig waren, aber die man sonst irgendwie noch nie in anderen Dragon Ball Z-Spielen gesehen hat. Also allein deswegen habe ich irgendwie schon so das Gefühl, das könnte wahrscheinlich das beste Dragon Ball Z-Spiel aller Zeiten sein. Und wenn ich jetzt schon hier so sehe, hier nach 10 Minuten, was hier alles machbar ist und die Musik, die Geräusche, alles einfach, dann weiß ich nicht. Bin echt schon gespannt, wie das Spiel weitergeht. Nachher wegen Spoiler wollte ich irgendwie sagen. Das Spiel ist jetzt irgendwie nicht, weiß nicht. Ich glaube, Spoiler sind unabwendbar, weil schon auf der Rückseite irgendwie steht: Erlebe die Dragon Ball Z-Saga erneut. Von Raditz Ankunft bis hin zum finalen Kampf gegen Buu. Also ja, wir haben schon den finalen Boss gespoilert. Also gern geschehen. Und ja, also ich werde jetzt hier reden, als hättet ihr alle super Ahnung von dem Spiel, ne? Und jetzt wisst ihr einfach alles. Und ich werde mich nicht zurückhalten. Also ja, wenn einer hier, weiß ich nicht, auf diesem Kanal noch nicht Dragon Ball Z gesehen hat und sich dieses Video anguckt, aber ich glaube, es wird irgendwie umgekehrt sein. Leute suchen irgendwie ein Let's Play zu diesem Spiel und haben mich dann gefunden irgendwie. Also ja, von daher weiß ich nicht. Glaube ich nicht, dass es andersrum sein wird. So, wir haben ein bisschen gesammelt übrigens. Das machen wir doch Karotten. Wurde Son Gohan und Son Goku schon immer hier mit so einem Bindestrich geschrieben? Das wahre Leben. So in der Nähe von Son Gohan bleiben. Ich meine, ich habe schon Dinosaurier herumfliegen gesehen. Ne? Also Hauptmenü. Oh, das ist so cool. Also so ein ganz altes Bild noch. Gegenstände. Lass mal hier kurz durchscannen. So, nachdem meine PS4 übrigens
das Spiel installiert habe, ist die voll abgestürzt und konnte für eine Weile nicht anmachen. Und ja, ich hoffe, das ist jetzt nicht irgendwie ein schlechtes Zeichen oder so, ne? Aber das Spiel kam einfach nicht mit der Awesomeness von diesem, die Konsole kam nicht mit der Awesomeness, oder oh, Bild hat sich geändert, von diesem Spiel irgendwie klar, nehme ich jetzt mal an, ne? Und ja, super Angriff, Fähigkeiten, Baum, krass. Okay, aber ich nehme an, das wird mir hoffentlich irgendwann mal so alles erklärt, ne? Story brauche ich nicht, ich kenne die Story. Das wahre Leben. Ich würde wirklich, auch man kann auch so speichern. Was mich stört ist, warum kann man irgendwie Dings abstellen? Da habe ich gar nicht drauf geguckt. Ja, nee. Kann man irgendwie automatisch speichern abstellen, weil er ist automatisch gespeichert. Ja, ich kann mir aber auch so, okay, dann ist gut. Weil ich hasse es, wenn ich nicht manuell speichern kann. Man weiß nie, was passiert. Vielleicht explodiert meine PS4 irgendwie mittendrin während der Aufnahme und ja, dann ist alles weg. Ich habe schon ein paar, weiß nicht, Minuten gespielt. Ich konnte die nicht aufnehmen. Und da ist weg, die Footage. Also ja, deswegen nicht so ein Fan von automatischen Speichern, aber man kann ja auch so noch. Ich finde aber gut, dass Son Goku von allen Leuten, okay, passt gerade zu dem, was ich sagen wollte. Ja, ich sehe schon, da liegen noch ein paar Sachen. Erstmal einsammeln. Er hat ja nichts dagegen, oder Son Goku? Und ja. Keine Ahnung, von allen Leuten, ne? Son Goku, der voll kampfverrückt ist, hat er irgendwie jetzt nicht irgendwie so Druck ausbaut oder so und sagt, hey, komm, du musst auch ein Kämpfer werden, so wie ich, ne? Das ist irgendwie komisch, ne? Also, aber ja, ist halt so ein Goku, ne? Ist jetzt nicht so, als weiß ich nicht, wäre sehr herrisch oder irgendwie so weit bei solchen Sachen. Ich sehe mal so Schatten von diesen Dinosauriern, aber ich sehe die irgendwie nie in der Luft. Okay. Ups. そんなことできるの？ Weiß aber schon, dass Son Goku Schwanz Schweif, Entschuldigung, seine Schwäche ist, wenn man ihn berührt, ne? So wie bei dir früher, Son Goku, ne? Weißt du noch? Hallo. Ja, das ist klar. So, Angeln spielen in anderen Spielen, das kann auch nicht gut gehen. Den du verwenden möchtest, Rumskrebs, rum, was rumgekrebse, rumkugeln tun, rumkugeln. Die Kuh macht ab und zu Mu. Am Marioplatz haben sich Fische gesammelt. Wie?
Was? Na, na, schmeiß mal an. Gegenstandsdropprate noch ein übrig. Okay. Ja. Ja, ihr wollt doch. Komm, ihr wollt doch. Ihr wollt doch. Na. So. Boom. Hi. Okay. Vielleicht hätte ja kein normaler Fisch sein können, ne? Blauer Fisch. Hätte jetzt nicht so eine Forelle oder so sein können, ne? So, und das gleiche machst du jetzt auch. So, da, ne? Oh, da liegt was. Da liegt was. Entschuldigung, so, oh, ich musste was suchen. Jetzt gerade dunkel. Da sind halt neue Lichteffekte. Ausruhen, eine Mahlzeit essen. Mager Riesenfisch, Riesenfischflosse. Jetzt sind sie für 1% auf Key-Abwehr. Ah, den blauen, den wir gerade gefangen haben, ne? Effekt dauert 3 Minuten. Ah. TP und Kieler Gruppe wurden wahrscheinlich wieder hergestellt. たくさん食わねえと父ちゃんみたいに大きくなれねえぞ。今日は楽しかったね、お父さん。あ、ご飯も手伝ってくれたしな。今度は釣りも教えてやっから。一緒にやろうな。うん。楽しみにしてるね。 Seelenabzeichen halten. Du hast folgende Seelenabzeichen halten. Son Goku und Son Gohan. Seelenabzeichen. Seelenabzeichen sind Gegenstände, die Beziehungen des Charakters mit anderen Charakteren repräsentieren. Du hältst sie im Laufe der Story. Alle gesammelten Seelenabzeichen findest du im Community-Menü. Seelenabzeichen bewirken von sich aus nichts, aber indem sie in der Community-Board interagierst, kannst du Effekte aktivieren, die dir im Abenteuer helfen. Was von Goku als Z-Krieger Community Anführer halten und ein neues Community Board freigeschaltet. Zeig mal. Auf Community Boards platzierst du deine Seelenabzeichen. Abzeichen können jederzeit platziert oder entfernt werden. Vergiss also nicht, ein neues Abzeichen auf ein Community Board zu platzieren, wenn du es erhältst. Um das zu tun, drücke einfach X im Seelenabzeichen-Menü und wähle das Abzeichen, das du platzieren möchtest. Die Gesamtheit der festgelegten Seelenabzeichen der Community wirkt sich auf ihr Community-Rang aus. Sobald der Community-Rang ein bestimmtes Level erreicht, erhöht sich der Rang und du hältst Zugang mit weiteren Community-Fähigkeiten, die... Oh Gott, wenn du Geschenke... Okay. In dieser Community kannst du Community-Skills aktivieren, die dir beim Kämpfen helfen. Beteilige dich in der Sekria-Community, wenn du nicht mehr auf Kämpfe konzentrieren willst. Wenn du ein leeres Feld ausgewählt hast, drücke X, um ein Seelenabzeichen Energie aufzurufen. Ne. 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 Da. Habe ich doch. Da, ich
ich musste da, okay. Ultimatives Vater-Sohn-Team. Weil sie bestimmte Sehnerzeichen nebeneinander und bekommen einen sogenannten Link-Bonus. Die Aktivierung eines Link-Bonus erhöht die Stufe der Community und lässt sie im Rang ansteigen. Okay. Heiliger Text der Kampfkunst. Verwende den Gegenstand, den Son Gohan gefunden hat, als Geschenk im Sehenabzeichen-Menü. Mit Geschenken können die Freundschaft und Fähigkeiten von Sehenabzeichen beeinflusst werden. Wird die Fähigkeit eines Abzeichen um einen bestimmten Wert erhöht, erhöht sich die Community-Stufe. Okay. Da ist noch ein bisschen viel Information im Moment, aber okay. Sprich mit Son Gohan. Nur noch ein bisschen mehr gucken. Also ja, erster Eindruck. Okay, ich würde jetzt sagen, wenig Action am Anfang, aber wir hatten ja schon einen Kampf, ne? Aber ich kann mich nicht zu weit entfernen. Ist schon mal. Oh Gott! Ah, schön. Ja, da war schon wieder Musik. Das ist so geil. Na gut, ich würde sagen, das war's für diese Folge, ne? Und ja, 33 Minuten kommen. Was soll man noch ein bisschen? Kommen wir gehen noch mal nach Hause. Jetzt gehen wir nach Hause zurückkehren. So ein bisschen noch. Wenn ich mit 30 Minuten komme ich irgendwie nicht weit immer. Also machen wir ein bisschen länger. Wer weiß, was noch passiert, ne? Shindo-Jun! Ich habe mich auch zum Gordon jemals irgendwie so Fragen gestellt, warum. Warum alles so passiert irgendwie. Warum kann mein Vater fliegen und auf einer. Ja, okay, fliegen. Ja, okay. Eigentlich kann Son Goku fliegen, ne? Aber nicht so gut. Apropos fliegen. Z-Kugeln. Z-Kugeln sind besondere Gegenstände, die du im Feld findest, weil du beim Kämpfen an kannst. Alle, die im Feld findest, kannst du sammeln, indem du dich ihnen näherst. Für den Erhalt von Superangriffen. Sammle also so viele wie möglich. Und auch wenn was dann grün in der Nähe vom Wälder finden. Okay. Wie kann ich runter? R2, okay. Okay, warum nicht? So, wie kann ich hoch? R1, okay. So, tun wir noch ein paar Sachen nebenbei einsammeln. So, wo ist unser Haus? Da? Ne, da ist... Ups, Alter, falsch. Doch, da ist unser Haus. Ich sag doch immer, wenn du irgendwie ein erfolgreiches Spiel machen willst, mach ein Rollenspiel aus. Ein Rollenspiel kannst du nicht falsch machen. Und ja, hier, jetzt sind wir hier, ne? Also wir haben jetzt einen Kampf gemacht, der war awesome. Also weiß ich nicht. Oh, sich das einer an. Was ist los? Hi, wer seid ihr? Ich kann mit euch nicht sprechen. Okay. Okay.
gehen wir mal zu unserer Frau und gucken, weil sie jetzt kommt. Wahrscheinlich essen wir. Und ja. ただいま、お母さん。遅いぞ、悟空さん。食材。そんだけって、修行もしてたしな。今日は無天道様のところにご飯ちゃんの顔見せに行く日だぞ。あれ、そうだったんか。そうだったんだ。悪い悪い。今度から気つけっから。もういいだ。ほら、弁当作る準備しねえといけねえから、うちの中に入るだ。 Speichern. Sprich mit Chichi und bringen sie ja zum Mittagessen zu machen. Kochen. Früchte, Fleisch, Fisch und andere Zutaten können von Chichi oder anderen Köchen zubereitet werden. Zubereitete Gerichte bewirken Spezialeffekte, zum Beispiel Werteboost und vorübergehende Unterstützungseffekte. Diese werden Essenseffekte genannt. Jedes Gericht hat eine eigene Zutat. Bessere Gerichte erfordern seltene Zutaten. Extravagantere Komplettmenüs bieten sogar noch stärkere Effekte. Diese wirst du dann später im Verlauf des Abends auch zubereiten können. Bringe sie dazu, etwas zu essen. Frau, mach mir Essen. Ein Gericht kochen. Wähle gekochter Fisch aus. Da. Drei Minuten halten wir aber nur. Fisch oder kurz mit Gewürzen gekocht. Er ist äußerst aromatisch und bei Gourmets ein echter Hit. Ich suche das Haus. Aber hier. Schön. Um seinen neuen Schüler auf Probe zu stellen, wirft Mutenroshi einen Stein, auf den er das Schriftzeichen für Schildkröte geschrieben hat, tief in den Wald. Er sagt ihnen, dass derjenige, der den Stein als erster zurückbringt, essen darf, der andere jedoch hungrig bleiben muss. Son Goku findet den Stein, den ihm Krillin mit einem Trick abnimmt. Darauf eilt er zurück, um seine Mahlzeit zu bekommen. Allerdings erwartet ihn ein unvermuteter Falle. Sehr gut. Flashbacks von Dragon Ball. Dieser Whiskerl, du hast die Z-Enzyklopädie freigeschaltet. Gegenstände. Gegenstände? Wo könnte das sein? Szenenabzeichen. Story. Nein. Ich habe drauf geklickt und ich wusste schon. Falsch. Dragon Balls stand da. Da, Dreieck. Unten rechts stand das. Also, erzähl mir mehr. Das ist gut gemacht. Also da sollen jetzt mal, das ist, was mich immer irgendwie an so Anime-Spielen aufregt. Also nicht an Anime-Spielen an sich, aber Leute, die irgendwie so Spielebewertungen und so schreiben, ne? Und in jedem Anime-Spiel heißt es immer irgendwie, ja, das Spiel ist jetzt nicht so gut darin, die Story und so zu erzählen von dem Spiel oder was weiß ich. Und solch, das ist bei jedem Naruto oder One Piece-Spiel irgendwie so, oh, das Spiel ist eigentlich gar nicht schlecht, aber nicht. Was habe ich denn da? 3 von 112. Aber es ist irgendwie schwer, immer, weiß ich nicht. Ach da. Weiß. Son Gohans Haus. Ach, groß war. Okay. Wollte schon sagen, Son Gohan? Bin schon ausgezogen, Mann. Also mal, jedes Mal, wenn ich irgendwie so Reviews von Anime-Spielen sehe, heißt es, es ist immer das gleiche, da fehlt immer noch was. Ja, das Spiel ist eigentlich nicht schlecht, aber es tut übelst darin fehlen, die Geschichte von gewissen Anime oder so hier
zu erzählen und ist eigentlich nur für Fans. War echt. Willst du mir also sagen, dass dieses Dragon Ball Z-Spiel, was die Geschichte von Dragon Ball Z erzählt, nur etwas für Dragon Ball Z-Fans ist? Das hätte ich jetzt nicht gedacht, ey. Also, aber irgendwie jedes Call of Duty irgendwie so 9 von 10 Punkten oder so geben, das ist natürlich klar, ne? So, da kann ich natürlich nicht. Ja, ich wollte es noch mal. Aber ja, sieht man schon detailgetreu. Und ja, so sieht er am Ende aus, wenn die dann da alle stehen. Musik. Ah, sehr gut. Ist auf. Und ja, gut. Schön. So, ich will jetzt mal sehen, wie die Reviews für dieses Spiel irgendwann aussehen, nachdem ich ein bisschen weiter gekommen bin, ne? Und wehe, dann kommt wieder diese Ausrede. Hey, ich hasse das bei. Ah, sprich mit Chichi und halte das Essenpaket von ihr. Gut. Ich hoffe, ich krieg noch so eine Warnung, bevor ich abhaue oder so. Und Chichi. Okay. Das Kochen-Community anfeuern und ein neues Community-Board freigeschaltet. Ich wollte eigentlich nebenher packen. In dieser Community kannst du Community-Skills abwählen, die beim Kochen helfen. Beteilige dich an den Kochen-Community, wenn du besser kochen willst. Ah, okay. So. Ja, ich kann aber nicht von. Okay. ちょっと待つだ。ご飯ちゃんに渡すもんがあるの忘れちまっただか？ああ、あれだな。あ、いや、こいつは通信中っていうドラゴンボールでな。死んだオラのじいちゃんの形見だ。ご飯中おめの名前もそのじいちゃんからもらったもんだぞ。 そうなんだ。よく似合ってるだ、ごはんちゃん。それをかぶってりゃ、じいちゃんもおめを守ってくれっから、大事にすんだぞ、ごはん。うん、ありがとう、お父さん、お母さん。じゃ、今度こそ行ってくっから。悟空さん、ごはんちゃんをよろしく頼むだ。ごはんちゃん、いい子にしてるだぞ。 Ja, tschüss. So, mal auf nach Boten Roshi. Und wir kommen jetzt mehr oder weniger da an, wo die erste Folge angefangen hat von Dragon Ball Z. So, Zusammenfassung. Son Goku, der stärkste Kämpfer der Welt, führt nun ein glückliches Leben an der Seite seiner neuen Familie, die mit ein Kind gesegnet ist. Momentan ist Son Goku gerade auf dem Weg zum Kame-Haus, wo er seinen Sohn Son Gohan seinem Lehrer Muten Roshi vorstellen möchte. Sehr gut. Ja, ich hoffe, jetzt wird nicht noch viel passieren, weil ich will jetzt gerne den Part beenden. その究極なる秘宝の名はドラゴンボール。これはドラゴンボールとそれを巡り世代を渡って繰り広げられる孫悟空と仲間たちの摩訶不思議な冒険である。Okay, gut. Ein überfälliges Wiedersehen. Würde ich sagen, das ist der perfekte Zeitpunkt, hier einen kleinen Schnitt zu machen und zu speichern. Und ja, ich hoffe wirklich,
euch gefällt das Projekt so, wie es mir gefällt, dieses Spiel zu spielen. Und ja, ich freue mich tierisch auf das Spiel. Bisher hat man noch nicht viel gesehen, es ist noch sehr ruhig, aber das kommt ja alles noch. Wir kennen ja alle Dragon Ball Z, ne? Da geht ja nie etwas schief. Und ja, in dem Sinne sage ich dann, hinterlasst ein Like, ein Abo oder ein Kommentar und hilft den Kanal ein bisschen weiter. Und in dem Sinne sage ich dann Dankeschön fürs Zuschauen und hoffentlich sieht man sich in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.